Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Die Herausgabe von Nutzungen stellt nur eine Seite der Medaille dar. Denn unter Umständen ist der Eigentümer zu einer Art Gegenleistung verpflichtet. Die Paragraphen 994 folgende BGB regeln nämlich die Verpflichtung des Eigentümers zum Ersatz von Verwendungen an den Besitzer. Hintergrund ist ein klassischer Interessenkonflikt, den der Gesetzgeber lösen musste. Und das schauen wir uns jetzt an. Was sind Verwendungen? Es sind freiwillige Vermögensopfer, die unmittelbar einer Sache zugutekommen sollen, also ihrer Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung dienen. Allerdings schränkt die Rechtsprechung den Verwendungsbegriff ein und lässt nur solche Aufwendungen zu, die der Sache zugutekommen sollen, ohne sie grundlegend zu verändern. Wer eine Sache nach § 985 BGB herausgeben muss, möchte Wertersatz für Investitionen erhalten, die er zur Erhaltung und Verbesserung der fremden Sache getätigt hat. Dem steht das Interesse des Eigentümers gegenüber, Aufwendungen für Maßnahmen nicht ersetzen zu müssen, die nach Art, Ausmaß, Durchführung oder Kostenaufwand nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Diesen Interessenkonflikt wollen die Paragraphen 994 folgende entschärfen, indem sie den Verwendungsersatz im Vergleich zum Bereicherungsrecht zurückdrängen und eine Ausnahme für notwendige Verwendungen vorsehen. Der Ersatz dieser notwendigen Verwendungen ist in § 994 Absatz 1 Satz 1 geregelt. Die Voraussetzungen lauten: Vorliegen einer Vindikationslage, Vornahme einer notwendigen Verwendung, vor der Rechtshängigkeit der Herausgabeklage nach § 985 und vor Eintritt der Bösgläubigkeit. Der Anspruch ist auf Ersatz der Aufwendung gerichtet. Wann sind Verwendungen notwendig? Das Gesetz unterscheidet notwendige von nützlichen Verwendungen. Notwendige sind solche, die zur Erhaltung der Sache für ihren normalen Betrieb und zu ihrer gewöhnlichen Bewirtschaftung erforderlich sind und die der Eigentümer wegen der Vornahme durch den Besitzer erspart hat. Alle anderen Verwendungen sind nicht notwendig. Die notwendigen Verwendungen werden vom Gesetz einerseits erweitert und andererseits eingeschränkt. Den notwendigen Verwendungen gleichgestellt sind in § 995 die sogenannten Lasten, also Gebühren oder Abgaben, die auf der Sache ruhen. Das ist die Erweiterung. Ausgenommen von den Verwendungen sind nach § 994 Absatz 1 Satz 2 die gewöhnlichen Erhaltungskosten, die in die Zeit fallen, in der der Besitzer nach § 987 folgende die Nutzungen behalten darf. Das ist die Einschränkung. Nur der gutgläubige und unverklagte Besitzer soll einen uneingeschränkten Anspruch auf Ersatz seiner Verwendungen haben. Daher muss die Verwendung vor Rechtshängigkeit oder Bösgläubigkeit erfolgt sein. Verwendungen, die der Besitzer nach Rechtshängigkeit oder Bösgläubigkeit vornimmt, sind ihm nur unter den Voraussetzungen der Geschäftsführung ohne Auftrag zu ersetzen, wie sie aus § 994 Absatz 2 ergibt. Die Voraussetzungen für einen Anspruch aus § 994 Absatz 2, 683 Satz 1, 670 lauten: Vorliegen einer Vindikationslage, Vornahme einer notwendigen Verwendung, zu einem Zeitpunkt A vor Rechtshängigkeit der Herausgabeklage aus § 985 oder B nach Eintritt der Bösgläubigkeit, § 990 Absatz 1. Verwendung im Interesse des Eigentümers und entsprechend diesem wirklichen oder mutmaßlichen Willen, § 683 Satz 1. Entsprechen die Verwendungen nicht dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Eigentümers, so ist er lediglich zur Herausgabe nach Bereicherungsrecht verpflichtet, was aus § 994 Absatz 2 mit 684 Satz 1 folgt. Damit besteht grundsätzlich der Einwand der Entreicherung seitens des Eigentümers. Doch jetzt ist Ihr erster Film zum Verwendungsersatz des Besitzers im EBV auf 6 Minuten Jura zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Noch mehr lernen können Sie mit meinem Quiz.